Lisa Wieger von Seestands Eschenbach. Darf ich durchgehen? Natürlich. Dankeschön. Vor einer vermutlich nicht lösbaren Aufgabe gegen Katharina Pickel, die hier sicher wieder zu den Turnierfavoritinnen gehört. Auch im gemischten Doppel schon im Endspiel stand und dort sehr gut spielte, aber knapp verlor mit Partner Maximilian Dietrich gegen Gottschaller Hoffmann. Er lässt sich's nicht nehmen, im Stehen zu zählen, all seine Spiele. Richard Kügel. Von der Spielvereinigung Karelsbach.